Moinsens und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Octopath Traveler. Wir spielen die Therion-Reihe, das heißt, wir sind ein Dieb und wir befinden uns jetzt gerade im Haus von Ravus, wo alle glauben in der Stadt, dass ein riesiger Schatz verborgen ist. Und wir wissen es besser. Wir glauben, es steckt noch viel mehr dahinter. Wie gesagt, wir sind jetzt hier im Haus, ich habe gerade gespeichert. Was habe ich gespeichert? Wir speichern sich als halber nochmal. Ja, haben wir. So. Gehen wir mal weiter, direkt. Gucken, was wir hier noch erreichen können. Ersten Kampf hatten wir auch schon. Guck mal hier. Läuft alles sehr flott hier, ne? Aber ich meine, für so ein Spiel. Sollte es auch nicht so viel mehr. Guck mal, das ist eine Kiste, die holen wir uns. Bin ich durch einmal außen rum gehen? Oder steht vielleicht irgendwas? Oh, der ist der nächste Kampf. Oh, gegen zwei. Okay. Machen wir Angriff. Okay. Ich habe auch noch eine andere Waffe. Gucken, ob die besser ist. Jetzt in Grenzen. Aber er ist noch betäubt. Ist schon mal gut. Okay, das war nicht so gut. Jetzt sind wir betäubt. Okay. Los geht's. Bruch. Oh, den haben wir noch nicht erwischt. Hätte gedacht, jetzt habe ich aber vollen Boost. Dass wir können jetzt gleich mal voll loslegen. Dann nehmen wir aber den. Da greifen wir zwar an, aber wir werden den angreifen. So. Okay. So, der erste ist weg. Ah, Mist. So. Aber leider müssen wir ein bisschen was essen. Glaube ich nicht, dass wir aufsteigen. Nein, das tun wir nicht. Schade. Aber wir haben so ein paar. Ich glaube, ich habe so ein paar Sachen dabei. Hm. So. Inventar. Eine Heiltraube, die wir jetzt mal nehmen. Hier ist. Da. Wieder volle Energie. Perfekt. Das Schmatzen, was ihr hört, bin ich. Ess ein paar Gummibärchen. So. Öffnen. Und regende Pflaume. Okay. Okay, mehr gibt's hier gerade nicht. Warum ist noch eine Truhe? Wie kommen wir da denn hin? Na, jetzt gucken wir hier hinten, wie längst kommen, ne? Gab's irgendwo noch einen Weg nach oben? Was ist da denn? Okay, keine Ahnung, was das ist. Was ich für Fähigkeiten? Ich könnte was stehlen und ich könnte ein Lauffeuer machen. Schwerer Feuerschaden, das machen wir mal. Kompletten Boost. Immer gleich ausnutzen. Man hat da ja nicht so viel von. Okay. Und aufgestiegen. Und nichts bekommen. Das ist ja schade. Okay, wie gehen wir weiter? Dann gehen wir hier oben längs. Warte, wir speichern zwischendurch mal. Das wäre vielleicht ganz gut, mal zwischendurch zu speichern. Einfach nur, falls man jetzt gleich wieder da irgendwie sterben sollte, kommt man definitiv noch weiter. So, hier ist noch ein Raum. Oh, sieht aus wie das Esszimmer. Komisch, war im Esszimmer drin und bin jetzt wieder draußen. Na gut. Okay, So, das war seine Schwäche. Na los geht's. Oh, ich dachte, ich hätte ihn erledigt. Aber der hat wahrscheinlich noch einen. Oh, diese Sau. Ich habe so einen Eiszauber belegt. Was ist denn das für ein Teil überhaupt? So. Ah, guck mal, ist das schon gut. Die Musik, ich finde die Musik auch schon ziemlich geil. Aber, so. Hier können wir rausgehen. Hinten war ja auf jeden Fall eine Truhe, die holen wir uns mal. Weil ich da hinkomme, ohne jetzt gleich wieder in den Gegner zu rennen. 800. Oh, das kann man gut gebrauchen. Gut, gehen wir hier nochmal rein.
automatisches Speichern. Das heißt, es passiert irgendwas? Nee, doch nicht. Oh. Na gut. So, gleich der nächste. Eisgranate, okay. Out of my way. Out of my way. Okay, man muss die Schwäche noch erkennen. Habt ihr gesehen, unten tauchen dann diese fünf Symbole auf und die Schwäche bei ihm war jetzt das Feuer und auch das Schwert. Also gegen meinen Dolch hat er sozusagen so ein bisschen sich gewehrt. Oh, ich guck gerade. Habe ich den ausgerüstet? Doch mein obskures Messer. Ich habe zwar auch einen anderen, aber eigentlich. Mein Dolch hat plus 7. Vergiftet Ziel gelegentlich. Physischer Angriff 32. Ausweichen 18 für Angriff. Auch die Frage, was man nehmen sollte, ne? Haben wir hier oben noch ein anderes Schwert eigentlich? Ne, ich habe nicht was lange, ne? Haben wir hier unten noch irgendwas anderes? Nein. Eisenhelm, Lederhut. Naja, Lederhut macht nicht so viel Sinn. Vielleicht sollten wir denn den Eisenhelm nehmen. So. Genau. Accessoires haben wir noch keine. Ja, auch nicht. Primieren? Nein. Gut. Das war's. Geht's mal weiter? Wir studieren erstmal hier unten alles. Bevor wir eine Etage höher marschieren. Kann man da hinten irgendwas sehen? Ne, aber hier ist noch ein Raum. Da gehen wir mal rein. Oh, nichts drin. Ich finde ja diese zufälligen Kämpfe eigentlich immer so ein bisschen blöd, aber hier ist okay. So. Jetzt ordentliches Lauffeuer von mir. Und ich greife die auch direkt mit dem Schwert an. Eisschmelze, okay. Müssen wir gleich nochmal ein bisschen Leben einhauchen bei uns. Und brauchen wir glaube ich gar nicht, denn... Ich glaube fast, dass wir jetzt aufsteigen und wieder volle Energie bekommen. Was natürlich sehr praktisch ist. Ja, siehst du? Aufstieg. Perfekt. Erfahrung ein. Auch super. Gucken wir ganz kurz mal rein. Jo, alles wieder voll. Perfekt. Ach so, Kiste. Windtracht. Was ist denn die Windtracht? Da. Wir haben jetzt wahrscheinlich die Lederweste und das. Wir sollten unsere Ausrüstung mal optimieren. Und zwar Körper. Die Windtracht ist natürlich ein Tick geiler. Gucken, wie sich das auswirkt da unten. Kann man ja sehen. Okay. Gut, lassen wir die Windtracht an. Hier gibt es nichts mehr. Dann können wir doch die nächste Etage mal nach oben gehen. Vor allem, dass ich mit so einer komischen Lampe hier rumlaufe, ne? Fällt natürlich keinem auf. Grafisch macht das irgendwie was her, ne? Mit diesem 3D-Effekt hat das schon was anderes. Finde ich. Oh, zwei von denen. Na gut. Ihr wurdet überrascht. Ja, ich werde genauso überrascht von euch. Alter. Out of my way. Gibt auch gleich einen davon. Ja. Ach scheiße, ich hab einen Dolch gehabt. Ach Mann. Hätte ich bloß das Schwert eingeladen, habe ich natürlich jetzt nicht gemacht. Das war ein bisschen blöde. Von mir? So, der erste ist schon mal weg. Out of my way.
Ja, brauche ich machen? Den hauen wir jetzt raus. Oh, doch nicht. Aber bis bald. So. Perfekt. Machen wir zwei. Oh, steht an. Ihr könnt jetzt neue Fertigkeiten erlernen. Wählt Fertigkeit und dann Fertigkeiten erlernen. Hier könnt ihr eure neuen Fertigkeiten aneignen. Öffnet das Hauptmenü. Okay, machen wir. Das ist ja cool. Schauen wir nach, was für Fertigkeiten wir da haben. Okay. Er lernt unterschiedlichste Fertigkeiten, um im Kampf die Oberhand zu behalten. Nutzt die LBP, die ihr in der Schlacht verdient, um neue Fertigkeiten zu erlernen. Ihr könnt Fertigkeiten in jedem beliebigen Reihenfolge erlernen. Die Anzahl der dafür erforderlichen Laufbahnpunkte steigt kontinuierlich an, also wählt sorgfältig. Also, ein Dieb. Was können wir denn? Wie viel haben wir? 38, okay. Sticht man Dolchring auf einen Gegner zweimal zu. Der Zugefährten regeneriert. Das ist natürlich ganz cool. Sticht beim Dolchangriff auf einen Gegner zweimal zu. Der zugefügte Schaden regeneriert die Gesundheit. Säure verringert die physische. Sticht beim Dolchangriff auf einen Gegner zweimal zu. 5% der zugefügten Schaden regeneriert die. Okay. Er gibt 50% der eigenen. Hierfür was? Also den würde ich glaube ich nehmen. 30 Stück kostet das. Kosten 6. Ach so, okay. Okay. Aber das machen wir trotzdem mal. Die Fähigkeiten. So, haben wir noch 8? Mehr können wir auch nicht machen. Macht ja auch nichts. Die nächsten vielleicht kosten 100. Okay, haben wir noch ein bisschen. Haben wir noch ein bisschen Zeit, würde ich sagen. So, vielleicht sollten wir noch mal schnell was reinschaufeln, nicht, dass wir gleich irgendwie erwischt werden. So. Oh, warte mal, können wir auch gleich noch eine anregende Traume nehmen, ne? Okay, ab geht's nach oben. Wir wollen ja rausfinden, worum es hier überhaupt geht, ne? Wieder ein Gegner? Ach, ein so ein Viech. Versuchen wir mal. Obwohl, brauchen wir es noch nicht. Versuchen wir es das hier. So. Don't start things you can't finish. Also ich würde sagen, in diesem kleinen Schlösschen hier steigen wir ganz gut auf. Na okay, ein kleines Häuschen ist das ja, ne? So sieht es bei mir auch aus. Also unser Haus ist ein bisschen größer als das hier. Um zu vergleichen, also das Haus kann man gut mal 3 nehmen, dann ist das da, wo ich wohne ungefähr, ne? So. Schockt ja auch nicht mehr so lange Wege zu laufen. Oh, da unten ist irgendwie so eine Kugel. Warte, die gehen erstmal hier oben links. Aber da unten ist eine Kugel, die müssen wir uns gleich mal näher angucken. Das ist eine Wahrsagerkugel vielleicht. So. Ich versuche jetzt mal. Was hier? Ne, brauchen wir ja gar nicht. So. Auch nicht so schwierig gerade, ne? Aber es wird noch schwieriger werden, Leute, ich sag's euch. Wird nicht lange dauern und warten wir, bis der erste Bosskampf kommt. So, hier ist eine Kiste, nehmen wir mit. Eine belebende Nuss. Liebe belebende Nüsse. So, hier müssen wir schon mal runter. Machen wahrscheinlich so, sie ist wieder eine Falle.
Da unten stand noch jemand, habt ihr das gesehen? War das ein Verkäufer oder war das? Na gut. Obwohl, wir testen das mal. Ah, sehr praktisch. Where's the nearest tavern? Aber der war leichter. Was ist, ist so richtig schön oldschool das Spiel, also. Das mag ich. Da, wer ist das? Wenn ihr etwas braucht, sagt es nur. Ah, okay. Mal gucken, was er hat. Oh, was verkaufen wir ihm? Warte mal. Mal auf. Wir wollen den Dolch, den kannst du haben. Spitzendolch behalten wir. Kompositbogen behalten wir auch. Den Lederhut kannst du eigentlich behalten, weil wir haben ja so einen. Lederweste kriegst du auch. Warum nicht? Gut. Okay. Was hat er denn zu verkaufen? Heiltraube. Also da sollten wir vielleicht ein, zwei mitnehmen von. Wir nehmen mal 4, 5, 6, 7, 8. Und von der anderen nehmen wir jetzt nicht mit. Okay, Leaf des Lebens. Das kaufen wir jetzt mal nicht. Aber gut, dass einer da ist. So, hier können wir speichern. Machen wir auch. Yes. In Ordnung. Danke. Okay, jetzt kommen wir hier rein. Oh, jetzt passiert schon was. Oh ja, jetzt passiert was. So, this is the amazing treasure everyone is talking about. Das ist also der fantastische Schatz, von dem hier alle reden. It looks like an ordinary gemstone to me. Can't imagine it's worth all that much. Das sieht für mich aus wie ein gewöhnlicher Edelstein. Ich kann mir bei Teufel nicht vorstellen, dass der allzu viel wert sein wird. The jewel before you is worth more than your mind could hope to fathom. Ups. Dieses Juwel ist mehr wert, als ihr mit eurem Verstand jemals ermessen könnt. Er hat mich erwischt. Oh, wer ist das? Your inability to discern as much is disconcerting, to say the least. Eure Unfähigkeit, dies zu erkennen, ist gelinde gesagt erschreckend. Who the hell are you? Wer zum Teufel bist du? Not just anyone can sneak up on me like that. Nicht viele können sich einfach so an mich heranschleichen. I should be the one asking you that question. Eigentlich sollte ich euch diese Frage stellen. Not just anyone could have made it this far into the manor after all. Schließlich hat es noch kein anderer geschafft, so weit ins Haus einzudringen. Get answers by stroking my ego. Mit Schmeicheleien werdet ihr keine Antwort aus mir herauskitzeln. I meant it as nothing but genuine praise. Das war nur ein aufrichtiges Lob. Erlaubt mir euch zu gratulieren. Ihr seid der erste Dieb, der es bis hierher geschafft hat. You say it as if you wanted this to happen. Hört sich an, als hättet ihr nur darauf gewartet, dass das passiert. Richtig. Genau aus diesem Grund haben wir unsere Sicherheitsmaßnahmen derart ausgeweitet. Wir waren uns sicher, ein Dieb, der diese Herausforderung nicht annimmt, hat seinen Namen nicht verdient. Fahrt fort. Dafür haben wir sogar den Wirtshauswirt eingespannt. Das haben wir ja mitgekriegt. Seine Aufgabe? Vielversprechende Diebe finden und sich Geschichten über dieses Anwesen ausdenken.
Mit anderen Worten, ihr habt Diebe bewusst zu dem Versuch verleitet, dieses Anwesen auszurauben? Ich würde es eher als ein Appell an ihr inneres Naturell bezeichnen. Der große Schatz des Haus Ravos, bewacht von einer regelrechten Armee. What thief could pass up such glory, such riches? We had such high hopes, but were constantly met with disappointment. Welcher Dieb würde sich schon diesen Ruhm und Reichtum entgehen lassen? Wir hatten große Hoffnung, wurden aber ständig enttäuscht. Bis jetzt. But finally, one has proven himself worthy. Doch endlich hat sich jemand als würdig erwiesen. I should have seen this coming. Das hätte ich ahnen müssen. Hast aber nicht. And yet you did not. And I find myself most grateful for your lack of foresight. Und doch habt ihr es nicht. Ich bin sehr froh über euren Mangel an Weitsicht. So what's your angle? Und wo ist jetzt der Haken? I need not explain that to you. Das muss ich euch wohl nicht erklären. Allow me to introduce myself. My name is Heathcote. Okay. Hallo. Erlaubt mich, mich vorzustellen. Mein Name ist Heathcote. I am a butler. In the service of House Ravis. Ich bin einfach ein Butler hier im Haus. You expect me to believe an ordinary butler snuck up on me? Ich glaube nicht, dass ein gewöhnlicher Butler sich so an mich heranschleichen kann. Anyway, wie auch immer. Who you are won't matter once I'm Wer ihr seid, tut nicht zur Sache, denn ich verschwinde nun von hier. Now, wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet. Kein gewöhnlicher Butler. Auch wenn ich euch enttäusche, das werde ich nicht. What the fuck? Okay, und der ist ein kleiner Kampf. Ach, der ist ja mal gar nicht so groß. Shit. Okay, Gucken wir mal, ob wir eine Schwäche finden. Machen wir erstmal den kleinen platt, oder? Stahlverteidigung. Voll Spaß. Okay. Der ist benebelt. Hat mich getroffen. Immer noch benebelt. Oh. Doppelschwer. Ei, Gewalthieb. Out of my way. Mist, der muss. Ah, der hat nochmal ganz schön viel Schutz da, der Spast. So, jetzt hat er keinen Schutz mehr. Hab ihn gleich nochmal erledigt bekommen. Ah. Nein, schon wieder so ein Ding. Okay, wir werden einmal ein Objekt benutzen müssen. So. Oh, er auch? Das ist nicht euer Ernst. Na gut. Warte mal. Warte, was ist ein Sprecher, ne? Ach, das ist ärgerlich, dass die so einen Schutz haben da gerade, aber den kriegen wir dann auch noch weg. Nimm mal hier so eine anregende Pflaume. Mit unser Mana voll ist sozusagen. Mist, ich dachte, ich könnte ihn mal ein bisschen schneller erledigen, aber es geht wohl nicht.
Ich glaube, wir setzen ihn nochmal unter Feuer gleich. Doppelspeer, okay. So, jetzt ist er dran. So, jetzt haben wir noch den letzten übrig. Den gucken wir mal, ob wir den mit dem Feuer ein bisschen Einhalt gebieten können. Okay, das ist schon mal eine Schwäche von ihm, was sehr gut ist. Ei! Caramba! Klauen noch ein bisschen Energie. Ah, okay, er mag meinen Dolch auch nicht, das ist schon mal gut. Durchnehmen. Ey, das hat auch reingehauen, oder nicht? Versuchen wir nochmal das Feuer. Ah, verdammt, Axt. Warte mal, wenn wir hier... Was? Okay, wir nehmen den hier mal. So, dann können wir ein bisschen mehr. Okay. Yes. Hieskurt an den Vasallen gerufen. Ah, der spaßt. Na gut. Hüpft leicht hin und her, als wäre er bereit, euren Angriff brutal auszuweichen. Okay, das wird er wahrscheinlich auch sein. Oh, der baut irgendwas Großes auf. So, das ist ein bisschen neben. Blendender Schlag, okay. Ich suche nun seine Standardkampfhaltung wieder ein. Ah, okay. So, der ist schon mal wieder weg, dein kleiner Handlanger. Und dich machen wir jetzt auch platt. So, jetzt machen wir sein Dings weg und wir haben ein bisschen Energie geholt. Wir sind vielleicht auch gleich nochmal dran. Wir machen 40. Okay, schlitzen. Ei. Oh, lass mich aufschlitzen. So. Okay, bringt uns gerade nicht so viel. Nehmen wir noch so eine anregende Traube. So, das war's mit Hieskode. Naja, fast. Energiegranatapfel. So, you can hold your own in battle as well. Kämpfen könnt ihr also auch. It seems I underestimated you. Ich hab dich wohl unterschätzt. That makes two of us. Wo sind wir schon zwei? Hört, hast du deine Ausbildung als Butler? I see you still have some reservations about my true profession. Wie ich sehe, habt ihr immer noch Vorbehalte bezüglich meines wahren Berufes.
Though I'm sure my victory here lends my words no credit. Obgleich ich sicher bin, dass mich auch mein Sieg hier nicht glaubhafter macht. Your victory. Euer Sieg? What? Was zum... Jeder Dieb der Versuchung sollte diesen Armreif erkennen. Das Zeichen des Überführten, der Narrenarmreif, wie manche ihn nennen. Undeniable proof of a thief's humiliating blunder. Der unwiderlegbare Beweis für den beschriebenen Patzer eines Diebes. Macht ihn wieder ab! Ich fürchte, auch das kann ich nicht. Ich habe ihn aus gutem Grund an euren Arm befestigt. Diese Sau. Jeder, der ihn sieht, erfährt auf diese Weise von eurem heutigen Scheitern. Also ihr... Allerdings glaube ich, dass ihr zu stolz seid, um euch damit erblicken zu lassen. Ein besseres Druckmittel für Verhandlungen gibt es nicht. Verhandlungen? Wie denn? Ihr seid in mein Heim eingebrochen, doch für den Augenblick werde ich euch über eure Impertinenz hinwegsehen. Na toll, noch mehr Gesellschaft. Verzeiht, dass ich mich erst jetzt vorstelle. Ich bin Cordelia Rabos, die Dame des Hauses. Dann beste Grüße an euren Inneneinrichter. Mit Fallen kennt er sich gut aus. Erlaubt mir, das zu erklären. Der Schatz, auf den ihr aus seid, besteht aus Familienerbstücken, die als Drachensteine bekannt sind. Was ihr nicht sagt. Die Drachensteine befinden sich seit Generationen im Besitz meiner Familie. Drachenstein? Ich sehe nur einen. Ja, einst waren es mehr. Aber die Steine wurden während des Durcheinanders gestohlen, die nach dem Tod meiner Eltern herrschte. Glücklicherweise konnte Heathcote den Saphir-Drachenstein zurückholen. Was für ein herzzerreißender Hingabe. Soll ich an dieser Stelle zu Tränen gerührt sein? Vielleicht. Sobald ihr wisst, welche Rolle ihr in diesem Stück spielt. Ihr werdet nämlich den Reif an euren Armen erst dann wieder los, wenn ihr die drei übrigen Steine zurückholt. Dann war das also die ganze Zeit euer Plan? Ja, aber versteht bitte, dass ich keine andere Wahl hatte. Ganz schön raffiniert, ihr zwei. Einen Dieb einsetzen, um einen Dieb zu fangen. Heißt es unter Dieben nicht, Schuld findet der Gefangene nur bei sich selbst? Ja, das sagt man. Für einen Diener wisst ihr ziemlich viel über Diebe, alter Mann. Ich will euch nicht mit meiner Geschichte langweilen, wenn gerade Wichtigeres zu tun ist. Werdet ihr erledigen, wozu Fräulein Ravos euch auch beauftragt hat, junger Dieb, falls ihr ablehnt? Mache ich das jetzt? Ich mache es. Ausgezeichnet, dann bete ich, dass eure Reise von Erfolg gekrönt sein wird. So. Gut. Ah, du bist zurück. Und mit einer Geschichte noch dazu. Für ein Getränk erzähle ich sie. Ich fürchte, diese Währung akzeptiere ich nicht. Hör zu, ich komme geradewegs vom Rausamwesen. Ich hatte ein ganz reizendes Gespräch mit einem Typen namens Heathcote. Vielleicht kennst du ihn. Ich habe dich gewarnt, dorthin zu gehen. War denn alles so, wie ich es erwartet hatte? Das und mehr. Und jetzt bin ich furchtbar durstig. Ich werde wohl zwei Gläser brauchen, um diesen üblen Geschmack im Mund wieder loszuwerden. Dann sollst du sie haben. So. Sollen wir mal speichern hier irgendwo? Nun gut, ja, das war's erstmal für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr seid beim nächsten Mal dabei. Bis dahin. Tschüss.